Nicht, dass Sie denken, ich würde heute zum ersten Mal ein Gedicht in aller Öffentlichkeit vortragen. Nein, nein, das habe ich schon öfter gemacht. Sie erleben. Ach, Scheiße, nochmal, ich muss nochmal, ich bin hier verrutscht. Ich stehe. Nicht, dass Sie denken, ich würde heute zum ersten Mal ein Gedicht in aller Öffentlichkeit vortragen. Nein, nein, das habe ich schon öfter gemacht. Mama und Papa, die hören sehr gern meinen Gedichten zu. Sie erleben sozusagen regelmäßig die Uraufführungen meiner Kreationen. Außerdem darf ich immer wieder in meiner Männergruppe Howlin' Wolf eines meiner Gedichte vortragen. Aber nur, wenn ich vorher ordentlich mitdiskutiert habe. Harald, mein Therapeut, meint, ich würde mich zu sehr über meine Lyrik ausdrücken. Da würde ich mit der Zeit den Sinn für das reale Leben verlieren. Ich finde, da übertreibt er ein wenig. Meine Schüler sind bereits begeisterte Fans meiner Gedichte. Manchmal schreiben sie heimlich mit bunter Kreide meine Gedichtzeilen an die Tafel. Und anstelle meines Namens malen sie ein rosarotes Gummibärchen darunter. Ist das nicht spitze? Eigentlich dient mir mein Lehrerberuf nur als existenzielle Grundlage für mein lyrisches Schaffen. Mit Gedichten ist ja heute kein Geld mehr zu verdienen. Ne? Außerdem, die Schulstunden sind ja auch schnell vorbei, und denken Sie dann noch an die Schulferien. Zeit für Muße. Ich betrachte mein monatliches Beamtengehalt als literarisches Stipendium, das mir das Kulturministerium zur Verfügung stellt. Und meine Schüler erleben hautnah den Lebensweg eines bedeutenden Dichters. Wissen Sie, an meinem neuen Gedicht habe ich fast ein halbes Jahr gearbeitet. Jeden Tag mehrere Stunden offen gestanden. Die drei Zeilen, die übrig geblieben sind, lassen nicht unbedingt an einen so intensiven Arbeitsprozess denken. Aber der Inhalt, kann ich Ihnen sagen, der hat es wirklich in sich. Die Qualität des Gedichtes ist außergewöhnlich, ja geradezu ungewöhnlich. Noch nie da gewesen. Neu, ein kreativer Prozess. Nach diesem Gedicht muss die Literaturgeschichte umgeschrieben werden, weil sie sich neu definieren muss. Nach diesem Gedicht werden alle darauf folgenden mit ihm verglichen. Ich habe in meiner neuen Kreation einen alten Stoff verwendet und mit Hilfe der experimentellen Lyrik in die heutige Zeit transportiert. Also, ich beginne mit der Rezitation meines Gedichtes. Es gibt ja Fans von mir, insbesondere unter meinen Schülern, die behaupten, meine Zeilen kommen erst richtig zum Leben, wenn sie von mir und nur von mir vorgetragen werden. Kein anderer könne, so die einhellige Meinung, so gut seine eigenen Gedichte rezitieren wie ich. Immer wieder fordern sie mich auf, eines meiner Gedichte vorzutragen. Sie können nie genug davon bekommen. Und zu ihrer großen Freude rezitiere ich aus meinem schier unerschöpflichen Gedichtefundus. Sie applaudieren, fordern Zugabe. Ja, schon manche Schulstunde ging im Rausch meiner Dichterlesungen unter. Aber was ist schon eine Deutschstunde gegen eine Dichterlesung? Noch dazu gratis, ich bitte Sie. So, ich möchte Sie auch nicht länger auf die Folter spannen. Sie warten bereits voller Ungeduld auf mein neues Gedicht. Aber ein Gedicht, auch wenn es noch so kurz ist, braucht eine Erklärung. Schließlich müssen Sie ja wissen, in welchem Schaffensprozess so etwas entstanden ist. Mama sagt immer, Robert, erklär doch nicht so viel. Deine Erklärungen sind ja ungemein länger als deine Gedichte. Recht hat sie. Mama ist überhaupt eine kluge Frau. Sie ist sehr sensibel und charmant, und ihr Charme hat mich schon immer umgehauen. Deshalb wollte ich sie bereits als 5-jähriger Junge heiraten. Heute bin ich 35 und Papa lebt noch immer. Mit Frauen habe ich nichts zu tun, da schreibe ich schon wirklich lieber Gedichte. Solche Schweinereien mit Frauen mache ich nicht. Außerdem, was würde denn Mama dazu sagen, wenn ich eines Tages mit einer Frau nach Hause käme? Wo sollte die denn bei uns schlafen? In meinem Zimmer? Überhaupt kein Platz. Ich sehe auch nicht ein, dass meine umfangreiche Stofftiersammlung wegen einer Frau, dass ich die aufgeben soll. Meine Lieblinge dienen mir nach dem Stress in der Schule als Entspannung, und jeden Nachmittag lege ich mich zu Ihnen ins Bett. So, jetzt aber wirklich, Sie sind wirklich ein reizendes, ein total aufmerksames Publikum. Also ganz, ganz fantastisch, wie Sie hier sitzen. Ich komme vom Hundertstel ins Tausendstel, ich verzettel mich, aber Sie sind ja so liebenswürdig, Sie gestatten mir das, ne?
Schneewittchen. Ja, lachen Sie nur. Lachen ist ja auch wirklich entspannt. Ich freue mich, wenn Sie sich bei mir so entspannen, nur zur Information. Schneewittchen ist der Titel meines Dreizeilers. Schneewittchen. Erster Vers. Tock, tock, tock. Jetzt lachen Sie ja schon wieder. Nun konzentrieren Sie sich bitte auf die Melodie des ersten Verses. Tock, tock, tock. Das ist doch das Geräusch der sieben Zwerge, die im Bergwerk arbeiten. Zweiter Vers. Tock, schuft, stöhnen. Ist das nicht genial, wie ich das gelöst habe? Bereits bei der Überschrift wissen Sie, worum es geht. Um Schneewittchen. Im ersten Vers erfahren wir, dass da wer hart arbeitet. Bereits im zweiten Vers kommt zudem eine menschliche Regung hinzu. Lassen Sie sich das mal bitte auf der Zunge zergehen. Schneewittchen. Tock, tock, tock. Tock, schuft, stöhn. So, jetzt kommt aber der dritte und letzte Vers, der das Gedicht zur Vollendung führt. Also nochmal von vorne. Schneewittchen. Tock, tock, tock. Tock, schuft, stöhn. Jetzt warten Sie mal kurz, bevor ich die dritte Zeile rezitiere. Für das Schneewittchen-Gedicht entwerfe ich gerade eine Choreografie fürs Ballett. Deshalb habe ich mich vor kurzem noch im Ballett angemeldet. Das ist doch ein Ding. Schneewittchen als Ballett. Ich in der Hauptrolle. Sie dürfen gespannt sein, was meine Schüler da staunen werden.